Braucht unser Darm längere Nahrungspausen, um gesund zu bleiben? Genau das behaupten diejenigen, die längere Nahrungspausen empfehlen. Dass es für unseren Körper und speziell für unseren Darm wichtig wäre, dass wir längere Zeit nichts essen sollten, damit dieser sich erholen könne und unser ganzer Körper dann sich optimal regenerieren könne. Was auf den ersten Blick relativ plausibel zu sein scheint, ist es auf den zweiten Blick nicht. Denn machen dein Herz und deine Lunge jemals Pause? Nein, sie arbeiten rund um die Uhr. Und wir wissen alle, was es bedeutet, wenn sie nicht mehr arbeiten. Wir könnten also sagen, Leben ist permanente Stoffwechseltätigkeit, um die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Und mir scheint, dass das Argument, dass unser Darm längere Nahrungspausen bräuchte, einfach eine Ableitung aus der eigenen Lebenserfahrung ist. Also wir brauchen, ja in der Tat, längere Pausen nach anstrengender Arbeit oder wir müssen ja auch schlafen. Aber das ist kein Argument, warum unser Darm auch Pausen bräuchte. Denn die meisten Organe unseres Körpers haben natürlich keine Pause und arbeiten rund um die Uhr. Nahrungspausen gefährden das Überleben. Erinnert euch an das erste Video unserer Fastenreihe. Dort haben wir erklärt, dass unsere steinzeitlichen Vorfahren von der Hand in den Mund gelebt haben. Das heißt, sie haben einen Teil der Nahrung direkt gegessen. Und das macht auch Sinn, wenn wir bedenken, dass sie keine Kühlschränke, Vorratskammern haben und dass sie auch ihre Lebensmittel nicht konservieren können. Aber nicht nur in guten Zeiten können wir davon ausgehen, dass unsere Vorfahren gegessen haben, wenn Nahrung verfügbar war, sondern auch in kargen Zeiten. Denn wenn ihre Lieblingslebensmittel, die gut verdaulich und energiedicht sind, wie zum Beispiel Honig und Fleisch, nicht zur Verfügung stehen, dann müssen sie auch auf ihre Reservenahrung, ihre Wurzelknollen zum Beispiel, ausweichen. Und diese ist schwer verdaulich und kalorienarm. Das heißt, man muss davon genug essen, um über die Runden zu kommen. Das ist genauso wie bei unseren nächsten Verwandten, unseren Schimpansen. Diese essen am liebsten Früchte. Aber wenn die nicht verfügbar sind, weichen sie auf Blätter aus. Und dann müssen sie sich den Bauch damit vollschlagen und mühsam aus dieser kargen Kost genügend Energie ziehen. Und das zusammen spricht eher dafür, dass unsere Vorfahren keine 16 Stunden Pausen machten, sondern eher alles daran setzen mussten, um das Überleben des Einzelnen und der Gruppe zu sichern. Gibt es magische Zeiträume beim Fasten? Wenn ihr an die 16:8 Diät denkt, dann gewinnt man den Eindruck, dass es wichtig ist, genau 16 Stunden Pause zu machen oder mindestens 16 Stunden, weil sonst der gesundheitliche Vorteil nicht entstehen würde. Aber liegt es wirklich daran, dass man mindestens 16 Stunden Pause macht? Oder ist der Grund nicht viel mehr und viel banaler darin zu suchen, dass wer 16 Stunden nichts isst, aller Wahrscheinlichkeit es schafft, deutlich weniger Energie zu sich zu nehmen? Dafür spricht sehr viel, denn wir sehen in allen Studien, in denen Menschen abgenommen haben, es völlig egal war, ob sie das mit weniger Kohlenhydraten oder Fetten oder weniger Mahlzeiten oder was auch immer für eine Methode gemacht haben. Entscheidend ist, dass es ihnen gelungen ist, Energie einzusparen, sodass sie abgenommen haben. Und wenn das gelingt, dann ist der gesundheitliche Benefit auch in allen Fällen ungefähr gleich. Und dass die Nahrungspause an sich nicht besonders wichtig sein kann, können wir auch daran erkennen, dass Sportler, also Ausdauersportler zum Beispiel, aufgrund ihres hohen Trainingspensums gezwungen sind, regelmäßig zu essen. Und Ausdauersportler fallen eher dadurch auf, dass sie einen besonders gesunden Stoffwechsel haben und
Sie sind auch langlebiger als der Durchschnitt. Das sind gute Nachrichten, denn wer nicht so gerne lange fastet, kann das auch durch andere Werkzeuge erzielen. Zum Beispiel, indem er seine Mahlzeiten weniger energiedicht gestaltet. Und diejenigen, die gerne fasten, sollten das weiter praktizieren, um auf diese Weise ihren Energiebedarf im Griff zu behalten. Aber denkt daran, bei unserer heutigen Kost ist es auch innerhalb von 8 Stunden problemlos möglich, seine Energiebilanz zu sprengen. Und umgekehrt könnte es hin und wieder günstig sein, die Regeln zu brechen. Nämlich dann, wenn ihr einen erhöhten Energiebedarf habt und leistungsfähig bleiben wollt. Und das führt mich zu meinem letzten Hinweis für euch. Beachtet, dass unser Körper ein Mindestmaß an physischen Aktivitäten braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Es reicht nicht aus, dass einfach nur weniger Energie in uns hineinfließt, sondern es muss auch eine Mindestmenge aus unserem Körper herausfließen, damit wir gesund und leistungsfähig bleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon auf eure Anregungen und Kommentare vor Ort und im Netz. Und denkt daran, abonniert uns, wenn ihr keines unserer Videos mehr verpassen wollt. Bis bald, euer Daniel.